Das schmeckt wirklich lecker. Du hältst es auf deiner Nase. Schön, dass wir uns alle mal gesehen haben. Guten Abend, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in Berlin City. Erstes Weihnachtsmarkt-Video kommt heute. Ich wünsche euch viel Spaß. Herzlich willkommen auf dem großen Weihnachtsmarkt in Berlin, Lichtenberg. Du kennst den Weihnachtsmarkt auch noch nicht, gell? Ich bin gefühlt das erste Mal in Lichtenberg als Berliner. Auf jeden Fall schon, dass du Weihnachtsmarkt sagst. Das ist kein Weihnachtsmarkt. Da am Eingang steht Weihnachtsmarkt. Nein, das ist ein Rummel. Wir haben kein anderes Schild gefunden. Das ganze Spannende an der Sache wird, der Kassierer wird immer entscheiden, wer bezahlt. Entweder der Mann oder ich. Und ich? Du bist der eingeladen. Gast. Du bist der Gast. Ja. Du bist der Gast. Wir halten immer das Handy hin. Du kannst diesmal beide Handys nehmen. Du gibst ihm beide Handys und sagst, mit welchem Handy muss bezahlt werden. Okay. Hi. Ja, zwei Glühwein bitte. Normal, ja. Oder gibt es irgendwelche Special Editionen? Nein. Bratapfel, Weißwein. Bratapfel, Glühwein ist was sehr, sehr Feines. Wir nehmen den. Ich habe den schon mal getrunken. Ja. Okay, nein, kann man mit Karte bezahlen? Nee, natürlich nicht. Okay, ich muss kurz entscheiden, wer bezahlt. Das ist einmal das Handy, einmal das Handy. Du musst ja jetzt aus- und drauf tippen, bitte. Mit einem Handy müssen wir bezahlen. Na, das ist ja! Du musst bezahlen! Ich hab kein Geld dabei. Ich hab wirklich kein Geld dabei. Ey, das Video macht keinen Sinn, wenn du kein Geld dabei hast. Sag gut, auf was du brauchst. Schau, dann ist ein 20er für dich. Okay, ja, alles, was hier steht. Salute. Ich finde den auch lecker. Aber heiß. Einmal warmer Alkohol? Bei Glühwein geht's gar nicht so um den Alkohol. Was geht's nicht um Glühwein? Dass dir warm wird, du bist in der Kälte. Und aber Kinderpunsch ist auch lecker, schmeckt fast genauso. Hast du noch nie Kinderpunsch getrunken? Zählt Dingsticker, Robbie Bobble? Das ist Kinderchampagner. Jeden zweiten Tag wird ein Video kommen. Deswegen, für alle, die den Kanal noch nicht abonniert haben, es wird jetzt sehr, sehr wild. Du hast Geld? Ich hab doch Geld dabei. Ah, okay. Churros? Willst du die? Was gibt's denn sonst? Zimt und Zucker? Zimt und Zucker finde ich geil. Was ist das in der Mitte? Das finde ich besser. Und was ist so? Auch mit Kinderschokolade. Okay, Männer, dann könnt ihr euch. Ja, Kinderschokolade. Ich brauche eine andere Hülle, ja. Du suchst jetzt ein Handy aus, mit dem wird bezahlt. Du tippst einfach irgendein Handy an. Links von mir aus oder von dir? Ja. Das wird ein teurer Arbeit für dich. Vielleicht machen wir das weiter, wenn wir später feiern, genau. Schöne Farbe, Bruder. Aber ey, das macht sogar mir Spaß, Digga. Das wird ein sehr, sehr toller Spaß für Lukas, okay? Ich hab eine Videoidee, Rosa. Falls du mal Bock hast, mit mir Video zu drehen, sag Bescheid. Rosa, komm. Oh ja. Oh. Wir gehen hier rein, oh mein Gott. Kinderschokolade, wow, 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 wow. Es gibt nichts Geileres als Kinderschokolade, glaube ich, Bruder. Das schmeckt wirklich lecker. Oh, geil. Das ist alles, was man braucht im Leben. Ein Schlafplatz und... frittierten Teig. Oh, ich brauche kein Auto, nix. Und immer eine Heizung. Was mir so ein bisschen fehlt, ist, dass wenig Leute sind, aber das kann man heute nicht ändern, Ladies and Gentlemen. Das ist die erste Folge der Weihnachtsreihe. Es regnet, aber ich bin trotzdem happy. Wir haben Ozan mit dabei. Wir sind wirklich seit einer Stunde in Berlin. Der Mann hat direkt geschrieben, ja, ich habe Zeit. So wie wir das machen, wenn Leute in Wien sind. Ganz genau. Nicht. Bisschen schlechtes Wetter. Könnte schlimmer sein. Oder ich brauche einen Schnorchel. 5 Tore, ein Spiel, freie Auswahl. 5-mal schießen? Also ich muss 5-mal treffen. Also du musst alle treffen. Messi oder Ronaldo? Ganz kurz. Messi. Perfekt. Also wenn ich gewinne, ist Leo Messi besser, wenn er gewinnt, ist Ronaldo besser, ja? Das hängt jetzt von diesem Spiel ab. Dann ist es entschieden. Perfekt. Ja, du. Damn. Macher, Dicker! Jetzt entweder jetzt kommt jetzt richtig cool, dann habe ich safe gewonnen oder ich habe jetzt peinlich. Ich hab den Bubble. Oh ja! Ich hab ihn getroffen! Er hat einfach Ramona-Tor gemacht, okay. Brady, du hast gewonnen, Dicker. Also Ronaldo ist besser als Messi. Ist ja, also kommen 2 Glühwein rot dazu, bitte. Eins dieser beiden Handys zeigen. Und das teuerste muss er bezahlen. Und auch Randy, sein Nacken schmeckt immer am besten. Wie viel kostet das? 18. 18? Ich brauche echt Bargeld noch, Bro. Die schlechtesten, die dieses Spiel je gespielt haben. Ich glaube auch. Zahl den Hotdog. Cheers, Mann. Der ist süßer.
Yo, meiner, ist auf jeden Fall sehr viel Alkohol. Der scheppert rein. Boah, du hast ja größere Hände als ich, Chef. Seh der Riesenpranken, Alter. Damn! Das ist einfach Bärentatzen. Salut. Salut. Wer ist besser, Spider-Man oder Robin Hood? Lukas Dün! Ich wusste gar nicht, dass Markus Rübo geschießen hat. Du hättest den Pfeil lieber werfen sollen, Bro. Ein paar Sekunden später. Wir haben heute wirklich alles erlebt, Bruder. Alles passiert. So, Ladies and Gentlemen, da uns das Wetter so ein bisschen überrascht hat, wir sind wieder zurück im Hotel. By the way, machen wir uns jetzt noch für den ersten Weihnachtstag auf jeden Fall auf den Weg in eine sehr, sehr schöne Bar, in die ich euch noch mitnehmen werde. Vielleicht kennt der ein oder andere sie. Egal, wo wir auf der Welt waren, wir hatten noch nie so ein geiles Hotelzimmer. Wir könnten jetzt 20 Tage zusammen. Ist locker. Bro, ist wie wenn wir zwei getrennt waren. Der Mann hat die Schublade kaputt gemacht. Ich glaube auch so ein Seven vs. Wild, Lukas und Randy Edition wäre gut. Wir sind schon gewohnt, sehr eng nebeneinander zu schlafen. Das hier ist für uns, wie wenn wir eine Villa mieten. Hat jemand Clark Kent bestellt? Wie geht's? Hallo. Ist für Randy, oder? Ja. Nee, ich weiß nicht, welcher Laden es ist. Was geht, Bro? Alles fit? Ist das Dux sein Laden? Ja, ja. Lukas, Murat. Ja, genau. Hey, Murat, wie geht's? Alles gut, Bruder? Freut mich. Alles gut. Gehen wir da rein, oder? Ja, ja. Aber wir gehen auf jeden Fall in die Rio Teba. Ich weiß noch nicht, was uns da drin erwartet. Auf jeden Fall. Ich glaube, auch Essen und sowas gibt's da drin. Japanische Küche und sowas. An der Bar. Wie viele denn? Angerufen. Aber schon noch für Jinx, oder? Ja, genau. Ja, ja, perfekt. Wir haben Matcha Tiramisu, wir haben Mika ist ein Gericht, das ist mit Mandarinensuppe, Yuzu-Creme und dann haben wir noch Schokoladenkuchen mit flüssigem Kern mit Sesam-Eis und Pflaumen. Dann nehmen wir das letzte und das Tiramisu. Das ist so, glaube ich, meiner Meinung nach so der Favorit hier. Chocolate Cake. Oder das, ich sag ehrlich, ich bin nicht mal der Riesenpflaumen-Fan, aber diese Pflaumen die sind nicht geil. Ich bin der Riesenpflaumen-Fan. Du bist ein Riesenpflaumen. Ich hab Riesenspaß. Zero effort. Das ist geistkrank. Ja. Film ab und ein Black American, African, Jamaican. Heißt es soft, oder? Du bist so ein eigener Cake. Boah, ist auch geil. Da ist irgendwas richtig eiskaltes drin und oben diese, keine Ahnung, aber lecker. Wow, gut beschrieben. Aber Tiramisu-Effekt kommt auf jeden Fall rüber. Ja, 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 100%. Zimt, Gin und japanische Zitrone. Richtig? Aber wo ist der Zimt? Warum sieht man den nicht? Der löst sich auf? Ah, okay, krass. Der Gin kommt auch so leicht durch. Dieses Yuzu kriegt es so ein bisschen diesen Effekt von sowas, als ob es eine Mahlzeit wäre, was salzig ist. Was geil. Komplex. Ist so. Das ist halt so. Da, der. Einer ist kurz eingefangen. In meinen Kopf ist direkt gekommen, kennst du Salzstangen mit Sesam? So schmeckt es. Cheers, Männer, schön, dass wir uns alle mal hier sehen. Ja, Mann. Boah, Junge! Mezcal Margarita. Ich probiere. Habt ihr ein bisschen Salz reingestreut? Geil. Das ist geil. Also neutralisiert auch ein bisschen so. Eine Ewigkeit später. Mein Message ist, wir sind hier in Berlin. Berlin und wir wurden empfangen mit Regenwetter, ja. Aber wir sind trotzdem gut drauf, weil wir sind in Berlin. Ich bin immer glücklich, wenn ich in Berlin bin. Egal, ob es regnet, schneit oder stürmt. Aber es regnet eigentlich immer und schneit okay. Und stürmt. Deswegen bin ich trotzdem. Was rede ich eigentlich da gerade? Jetzt habe ich nur Schrott geredet, gell? Ja. Yeah. Das ist mein Favorite Song, glaube ich. Yeah? Ja. Weil das ist so, schon so ein bisschen deeperer. Papa Respekt geben und so, weißt du, ich meine? Ja. To the stage, ja. Mit dem Thomas Sack, haben mit so kein Relate. Ja, ist nicht vorbei, Ladies and Gentlemen. Bellboy, we coming. Kannst du ganz kurz erklären, wo wir hier sind? Ich kenne mich nicht gar nicht. Wir sind jetzt hier am Gendarmenmarkt in Mitte. Ja. Lukas weiß Bescheid. In Mitte. Wir sind in Mitte. Mitte, gell? Mitte.
möchte keiner wissen, weil... Heidi! Kannst du Deutsch sprechen? Ja, oder? He's from London. What? He's from London. No. Margarita? Keine Ahnung, ey. Ich hab irgendwas bestellt hier. Irgendwas Whisky-Sauer-mäßiges. Könnt ihr gerne... Is that a Whisky-Sauer? I can see that from far. Oh, so not... Es ist kein Whisky-Sauer. Also ich glaube, die Message kommt auf jeden Fall rüber, was ich vorhabe, in den nächsten 24 Tagen euch zu vermitteln. Trefft euch, seid unterwegs und habt Spaß im Leben. In den nächsten Videos werdet ihr sehen, wir werden sehr viele neue Gäste in den Videos haben, wir werden sehr viele coole Leute treffen, sehr viele uncoole Leute vielleicht auch, aber jeden Tag. Nehmen wir alle mit. Wir machen viel Akquise und heute zum Abend. Garden. Wild Virgin Sangria is based on non-alcohol sex. Sosa, Rosita. So it's all proposition of Negroni based on mezcal. Of course, if you have mezcal, you should have some worms. Das ist nie Würmer. Was ist denn? Würmer. Bro, ich schwöre, ich hätte die nicht gegessen, wenn ich nicht zwei Drinks zu viel hätte. Ah, die sind fritated, oder? Margarita based on mezcal. Mezcal margarita. Exactly. Gracias, amigo. Hast du mein Spanisch gerade gehört, aber? Nee. Perfekt. Hoch die Hände, Wochenende. Yes, yes, yes. Aber ich finde den Mezcal Margarita hier nicht so gut wie in der anderen Bar. Ich habe auch probiert, aber schmeckt absolut beschissen. Lame. Lame. Ich würde die einfach am Ende, muss, wenn du sie richtig probieren willst, einfach pur. Einmal so. Cocktail based on mezcal, a little bit pineapple syrup. So it will be smoky, spicy, but as well a little bit. This looks like a can of sake. You know sake? Yeah, we have as well cocktails with sake. Huh? Smoky, spicy. Boah, ich finde den aber geil. Was ist das hier aber? Trash? Nee, ich finde den lecker. Es schmeckt ein bisschen wie ein Negroni. Huh? Negroni. Ist auch, glaube ich. Mein erster Negroni hat so geschmeckt. Was krieg ich dafür? Was gibst du mir? Ich bestell dir noch eine Packung. Ja, gell? Okay. Wir machen 50-50. Schau genau, dass es wirklich 50-50 ist. Bruder, das schaffe ich nicht. Ja, okay. Nicht. Bäh. Bei drei. Bruder, was redest du? Schau mal. Ja, da gibt doch ein paar ab hier, ist doch kein Problem. Ja, übertreib. Danach beenden wir das Video. Dann bei drei machen wir so. Ja, okay. Warum mache ich das jetzt schon wieder? Bäh. 3, 2, 1, los. Aber, warte. Randy ist bereit für den Dschungel. Komm runter. Boah, das ist richtig ekelhaft. Ehrlich. Ich schwöre, ich hätte das niemals gemacht, wenn wir jetzt in Brasilien wären. Und hätte ich nicht. In diesem Sinne, danke fürs Einschalten. Erste Folge von den weiteren 11, die noch kommen werden. Lasst ein Like da. Für alle, die noch nicht abonniert haben, für alle, die noch nicht geliked haben, schreibt einen Kommentar drunter. Markiert euer eigenes Instagram drunter. Es wird 6 Hüllen zu verlosen geben bei mir. In diesem Sinne, Kuss geht raus. Danke für den Support. Gute Nacht. Ein bisschen der türkische Vin Diesel, oder? Zu leid, es habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Wie sieht es aus vom Licht? Geht? Silo! Oh, Silo! Howie. Was ist deine Lieblingsnachspeise? Meine Lieblingsnachspeise? Sag mal. Nee, nicht mehr. Auch nicht. Mag mich was. Bruder, weißt du, wie geil das schmeckt? Hast du das schon mal gegessen? Nein. Bruder, Bürgermeister von Istanbul hat es noch nicht gegessen, oder was? Warte Kabak mal. Kabak heißt Kürbis. Kabak heißt Kürbis? Was heißt Köpek, oder? Köpek heißt Hund. Wie einst George W. Bush sagte, die Perfektion findest du in der Imperfektion. Hat der Typ nie gesagt. Ah, hau den Lukas. Wir lieben euch, wir sind danke, dass ihr unsere Videos schaut. Wir sind danke. Wiese Pfütze. In Berlin? Ey, Bro. Also die haben bei mir gemeckert wegen Dresscode. Ich hab das coolste Outfit von allen an, was soll denn sparen?
You just have to pretend that I called me again. But come on, for the phone, right? It was a pleasure. For us, from the Irish community, I'm being thankful. I'm being bloody honest. International Baller, die Agassi. Eher Fußgeschichte, ne?